Ja, hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder dabei seid bei Mass Effect 1 Legendary Edition auf Bressrup mit X-Rays, Fahrkünsten, der Superlative. Ja, wenn ich so weitermache, ist das Ding bald im Arsch. Oh, da steht sogar einer rum hier, ein anderer Rover, krass. Der sieht aber irgendwie flacher aus und älter, da ist vorne die Einstiegsluke, das ist ja cool. Und was ist da hinten? Ja, wir sollen ja hier diesen Keil, diesen Major Keil irgendwie suchen. Und der ist mit irgendwelchen Biotikern hier. Und als ich da das letzte Mal hier noch ausgestiegen bin, hat Rex gleich rumgeschrien und hat gesagt, geben Sie mir Deckung, dann bin ich gleich wieder ins Auto. Aber was ist denn das? Komm, wir gucken uns das mal an. Das ist ja irgendwie, das sieht aus wie so ein Erzvorkommen oder sowas. Kann ich das abbauen? Sichern den Punkt. Ja, wir sichern den Punkt. Ich will das mal angucken hier. Goldvorkommen. Krass, kriegt man da Geld jetzt? Nein. Stellt euch mal da hin. Ashley, du gehst da hin. Sicherst das Fahrzeug. Jawohl, so gefällt mir das. Suche nach Mineral. Oh, echt jetzt? Es geht noch Zeit. Ja. Wärmetallvorkommen entdeckt. Sie haben ein großes Goldvorkommen entdeckt. Jawohl. Und was bringt mir das jetzt? XP 360. Geld. Nochmal können wir das nicht machen. Steht da jetzt auch irgendwas dran? Nee, gell? Ich um mein Shift. Friss das! Oh nein. Ja, können wir es gleich mal testen. Mit G kann ich so in die Luft jagen. War wegpacken. Verflucht, Junge. Dass ich immer gleich so eskalieren muss am Anfang von irgendwelchen Folgen. Das gibt's doch nicht. So, einsteigen. Kuh, oder? Nee. Jetzt habe ich nur Rex wieder irgendwo hingeschickt. Ab ins Fahrzeug zurück hier. Dann fahren wir wieder da runter. Wir müssen ja da eh hin interagieren. Scheint ja ein Eingang zu sein hier. Da unten. Na, wir parken mal hier daneben. So, ihr Lieben. Macht mal Platz hier. Ich versuche das mal zu regeln mit dem Keil da. Hauptsache ist der dreht nicht gleich am Rad, wenn wir hier reinkommen. Dies ist ein privates Asyl. Fremde sind nicht willkommen. Sie müssen mich reinlassen. Ich muss zu Major Keil. Ich muss mit dem Mann reden, der hier das Sagen hat. Es ist wichtig. Vater Keil will mit der Allianz nichts mehr zu tun haben. Der Vater Keil? Also nicht mehr Major, er ist jetzt Pater. Also vielleicht haben sie ihm... Ich glaube eher, dass diese Biotiker den irgendwie unterdrücken. Allianz-Offiziere sind tot. Ich bin hier, um zu helfen. Sie müssen mich reinlassen. Wir gehen mal auf die gute Seite, weil mit der Allianz haben sie ja eh nichts mehr am Hut. Das interessiert den Scheiß, glaube ich, ob da jemand tot ist. Also ich bin hier, um zu helfen. Ich möchte, dass das hier friedlich endet. Wenn ich nicht mit ihm reden kann, könnten Leute verletzt werden. Wir lassen nicht zu, dass Sie Vater Keil mitnehmen. Er beschützt uns. Wir brauchen ihn. Ja, ich möchte ihn ja gar nicht mitbringen. Was? Er wird sie alle umbringen. Sie müssen mich reinlassen. Nein, wir machen jetzt... Wir schmeicheln. Schmeicheln ist immer gut. Habe ich gelernt. Danke für die Kommentare, für den Kommentar. In der... Also daraufhin. Er braucht meine Hilfe. Die Allianz will, dass jemand für diese Morde bezahlt. Lassen Sie mich mit Major Keil reden. Vielleicht finden wir einen Weg, bei dem hier alle überleben. Warten Sie. Aha. Vater Keil will mit Ihnen reden. Gehen Sie zu dem Gebäude am anderen Ende des Komplexes. Er erwartet Sie dort. Am anderen Ende des Komplexes? Das ist aber nicht da drin. Gebäude betreten? Ja, da lässt er mich ja nicht rein. Das muss... Hä? Wo ist denn... Am anderen Ende... Sag mal. Das ging aber schnell weit rein jetzt. Halt, ich habe mir so einen Marker, so einen Marker gesetzt. Ist das richtig? Den muss ich mal wegmachen. Ja, das hat mich voll irritiert. Rex, er ist mal wieder weg. Wie läuft der denn? Was machst du denn, Rex? Mann, das sieht echt komisch aus. Hör auf damit. Komm jetzt hierher. So. So, komm jetzt wieder hierher. Oh. Mann, Mann, Mann. Ihr macht ja eingelaufen. Oh, da ist der Helm weg. Rex, was hältst du davon?
Also, dann los. Mhm. Bereit. Ah, okay, ihr seid einfach nur kampfbereit, falls irgendwas ist. Wir gucken uns erstmal hier oben, vielleicht finden wir noch was. Ach, dieses Spiel, es ist einfach... Oh, da, ich sagte, oh, einfache Dechiffrierung. Ja, das machen wir natürlich. Starte manuelles Überbrücken. Soll ja eigentlich einfach sein. So einfach sieht das nicht aus. Och. Alles nehmen. Benji 2, Liberator 2, leicht für Turianer. Ist ein Anzug, glaube ich. Und mittelschwerer Turianer. Anzug 3, Gladiator. Das können wir dem aber jetzt ja nicht gleich geben, glaube ich. Wir nehmen erstmal alles. Kann ich die jetzt irgendwie schon ausrüsten? Team, geht das? Squad. Helm ausschalten, Rex. Ich kann die nur leveln hier. Das geht dann natürlich nur auf der Normandie. Dachte ich mir schon, Talentpunkte rücksinken. Nee, das machen wir nicht. Automatisch will ich auch nicht. Helm ausschalten. Okay, dann können wir das jetzt erstmal. Tagebuch, was ist denn jetzt? NES. Nintendo Entertainment System Major Kyle. Okay, erkunden Sie den Komplex, um Major Kyle zu finden und möglicherweise mit ihm zu reden. Ja, das ist ja klar, das wollen wir jetzt tun. Und wenn es geht, ohne Gegenwehr. Seid alle lieb. Alter Verwalter, das sind aber mal Türen. Bist du Major Kyle? Glaube ich nicht. Vater Kyle sagt, andere Menschen haben Angst vor uns, weil sie wissen, dass wir besser sind als sie. Ja, das ist ja wie bei den X-Men. Also, Magneto lässt grüßen. Aber, ja, ihr lauft ein bisschen komisch, ne? Du redest bestimmt genauso. Wir Biotiker sind doch allen egal. Wir müssen aufeinander aufpassen. Ja, du bist mir gar nicht egal. Also, renn hier nicht so rum. Ihr macht mich ein bisschen nervös. Mit euren Knannen und alles hier. Biotischer Kultist da vorne. Ich will ja hier nur gucken, ob ich noch irgendwas klauen kann irgendwo. Da, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Abgeschlossene Kiste. Ach, abgeschlossen. War ich da schon dran? Hä? Nee, war ich noch nicht. Ey, hoffentlich ballern die nicht auf mich, wenn die das irgendwie sehen. Ich mach das. Ich probier's jetzt einfach mal. Kann natürlich voll nach hinten losgehen. Was ist denn das hier? Kann ich da auch ran? Nee. Eine Plasma-Sicherheitsstelle. Mit der kann ich nichts tun. Also hier, wir merken uns da rechts, das kann ich auf... Nein, pack die Waffe weg, mach, hör auf! Die sind eh schon nicht ganz dicht. Oh Mann, ich immer mit meiner F-Drückerei. Du hast ein anderes Spiel vorher gespielt und schon bist du durch im Wind. Die schleichen da rum, was ist mit denen, habe ich noch nicht angequatscht, glaube ich. Wenn sie versuchen, uns Vater Kyle wegzunehmen, dann werden sie genauso enden wie die anderen Allianz-Soldaten. Naja, ihr glaubt schon, dass ihr den, die umgenietet habt. Traue ich euch sofort zu. Wo ist denn jetzt dieser komische Koffer, wo ich dran wollte? Oh, jetzt... Da ist noch so ein Ding. Bin ich jetzt bescheuert? Ist das der Rex? Hier rumzustehen bringt gar nichts. Rex, du stehst aber nicht. Du sitzt und kniest hier komisch durch. Was? Mann, also manchmal. Echt, ihr seid echt komisch. So, stellt euch da hin. Ihr habt jetzt aber nicht eure Waffen gezogen, gell? Hör auf mit sowas! Ihr macht die alle verrückt! Idioten, hört auf jetzt! Bleibt doch einfach mal an mir dran. So, starte manuelles Überbrücken, dechiffrieren. Müssen wir uns ein bisschen anders postieren hier. Eine Scimitar 2 nochmal, eine Schrotflinte und ein Präzisionsgewehr Reaper 2. Natürlich nehmen wir das alles. Auch nochmal 360 Flocken gekriegt, das ist auch gut. Ja. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Ich glaube, hier sind wir hergekommen. Kann das sein, ja? Wo ist denn jetzt dieser Vater Kyle? Ihr macht mich ein bisschen nervös, echt, mit eurer Rumschlawenselei hier. Muss ja irgendwo hier hinten sein. So, irgendwo hier weiter. Ah, da. Da geht's weiter. Wie kann ich denn die Befehle von euch aufheben? Ihr hängt jetzt da hinten dumm rum. Kommt jetzt mit? Sag mal, was ist mit euch? Na, ich geh jetzt mal einfach da durch, dann werden sie schon mitkommen. Oh. Erschreckt mich nicht so. Alle sehen uns an, als wären wir Freaks. Nur weil wir Biotiken haben. Ihr seid kein Freaks, sag ich gar nicht. Was mit dir? Die anderen Männer von der Allianz haben versucht, Vater Kyle zu töten.
Ja. Achso, das ist ja gar nicht die... Ich hab gesagt, wenn die Ashley wohl probieren, ob ich mit H, wenn ich Waffe ziehe und sie wieder wegsteckt, ob sie ihre Waffe dann endlich wegsteckt. Wir können hier echt mega klauen, gell? Wir nehmen hier alles mit. Alles, was wir finden können. Panzerungsplatten, Ausrüstungsupgrade, cool. Jetzt seid ihr ja wenigstens wieder normal hier, ey. Mann, Mann, Mann. Was haben wir die da rausgeholt? Das war dann nicht der richtige. Boah, ey, ich will immer auf Schiff drin, wenn ich. Nur weil ich. Was habe ich denn gespielt? Na, das Survival, Fountain of Youth, habe ich vorhin gespielt. Da rennst du ja auf Schiff und hier rennst du ja auf der Leertaste. Ich muss mich erstmal wieder umgewöhnen. Das ist unbegreiflich. Juhu, links, rechts, links, rechts. Sollen wir denn hin? Ah, da. Ja. Mach ich das halt so. Ist ja schon fast. Wir sind ja schon fast in der Richtung. Alles klar. Dann können wir diesen Punkt auch wieder entfernen. So, Pater Keil, wir eilen zur Hilfe. Wir wollen das lösen, dieses Problem hier. Kannst du mir erzählen, was ihr macht hier? Warum schämt ihr euch denn? Biotischer Kultist und biotischer Kultist. Ich bin so weit weg, um mit denen zu reden. Bevor wir jetzt da reingehen, gucke ich mich nochmal um. Hier gibt es bestimmt auch wieder noch was zu finden. Das hätte ich viel, viel öfter machen müssen, glaube ich. Ich habe bestimmt viel verschenkt schon. Ist ja wieder was. Na, oh, schade. Das wäre wahrscheinlich zum in Deckung gehen hier, wenn du auf die harte Tour das machen willst. Was denn hier? Nee, da ist nichts drin. Und diese Teile hätten wir bestimmt in die Luft schießen können. Diese Fusionssicherheitszelle hätten wir bestimmt drauf ballern können und dann wären sie explodiert. So, was ist mit euch? Die anderen Männer von der Allianz haben versucht, Vater Keil zu töten. Ja. Alle sehen uns an, als wären wir Freaks. Nur weil wir Biotiken haben. Ja, ihr habt Biotiken, aber ihr habt wenig geistreichen Wortschatz, also... So, ich lasse euch mal rein. Wenn sie versuchen, uns Vater Keil wegzunehmen, ja, ihr labert all dieselbe dann werden sie Krütze. Genauso enden wie die anderen Allianz-Soldaten. Na, jetzt rennt die hier drin rum, wenn ich hier Sachen klauen will. Das ist natürlich auch blöd. Aber wir sind ja nicht richtig hier. Medigel einmal. Du, kannst du bitte weggehen? Die anderen Männer von der Allianz haben versucht, Vater Keil zu töten. Fällt euch was auf? Die scheint's nicht zu stören, dass ich Mundgeruch habe. Nur meine hier. Geben Sie den Befehl. Ah, auch nicht mehr. Mal gucken, was er macht, wenn ich da rangehe. Oh, zweimal Medigel, weiter nix. Okay. Aber das ist ja dann auch nicht der Rede. Wo müssen wir denn hin? Da sind wir gerade reingekommen. Sag mal, welcher Bereich ist denn das? Ja, hier. Da geht's weiter, kann das sein? Oh nein, pack die Waffen weg. Ich immer mit meiner Auswählerei, echt. Hier geht's doch gar nicht weiter. Ich kann doch hier... Hä? Dann ist das wohl doch unten. Ich bin ein wenig verwirrt gerade. Türsteuerung öffnen? Ja, das haben wir ja gemacht. Hechel nicht so schlimm. Tust ja gerade so, als müsstest du bei mir Sport machen. Ah, jetzt, hier ist noch ein Gang. Aha. Ja, da bin ich vorhin ein bisschen durch den Wind gewesen, weil ich da dran war. Warum kommt jetzt diese Musik? Kann man die Tür auch zumachen? Machen wir mal dicht hier, dass die anderen nicht hier durchkommen. Aha. Also hier sind wir scheinbar richtig. Ja, oder auch nicht. Oh Mann. Sag mal, wie stelle ich mich denn an? Wo sind die denn? Wo ist denn dieser Pater Keil? Ja, also. Nein, nicht gehen Zugriff Missionen. Ferus Reis, nein.
Aufträge? NES. Insignien gefunden? Ja. Wertvoll. Forschung? NES? Major Kyle, da muss ich hin. Erkunden Sie den Komplex, um Major Kyle zu finden? Na toll. Und möglicherweise mit ihm zu sprechen. Nein, ich will nicht zurück zur Normandie. Ich will den jetzt finden, also bitte. Kann man hier noch mehr finden? Bin ich da jetzt nicht richtig? Das ist das Biotika-Lager? Trümmer? Hatte ich eigentlich ein Level-Upgrade schon? Das wäre mal nicht schlecht, weil wenn ich mich leveln könnte... Ah, verflixt. Wie viel... Oh Gott, da fehlt ja noch richtig. Ist der vielleicht hier irgendwo in so einem Tank? Da drin scheint er ja nicht zu sein. Ich dachte, wir sind hier richtig. Das Ding gefällt mir ja schon, gell? Wo ist eigentlich der Rex? 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 Ah, da vorne. Alles klar, er ist dabei. Aber das muss ja... Gibt es hier noch einen anderen Eingang vielleicht? An der Seite irgendwo? Bin ich überschrocken. Aha. Medigel. Also Medigel kriegt man ja richtig hier ohne Ende. Gibt es bestimmt einen anderen Eingang. Jetzt pfeift der Wind aber hier. Pressrob der Mond. Einmal drum rumgelaufen. Ja, dann wahrscheinlich doch innen. Also irgendwo muss da ein Weg sein, den ich nicht gesehen habe. Bin ich wieder blind. Ja, Frex, du hast dir gedacht, wackelst ein bisschen hier rum. So wie Shepard hier rumläuft, ist es gruselig. Das gibt's doch nicht. Wo soll denn der sein? Macht ganz schön Krach, ne, die Tür. Jetzt sind wir hier drin. Das muss ja hier... Kontrollraum. Da hinten müssen wir hin. So gerade durch. War ich doch, dachte ich. Da war ich nicht. Doch, da war ich. Da ist nix. Muss mit irgendwas interagieren hier, aber mit was denn? Der zeigt mir hier was an, da ist aber nix. Ah, ein X. Zielort. Bin ich doch. Der Kontrollraum. Ja, jetzt wird's aber komisch. Ich kann doch hier nichts machen. Ex, hilf mir. Sag mir was. Ist der hier irgendwie... Ich stehe doch jetzt schon so gut wie komplett drauf. Was soll denn das? Ist die Mission vielleicht buggy oder so? Ist das ein Bug? Ich kann den nicht finden. Und ausgeraubt habe ich sie ja schon. Fast komplett. Die wollen vielleicht nicht in dem Spiel, dass man das auf die liebe, nette Art und Weise macht. Man soll die vielleicht wegschießen hier alle. Jetzt sind wir reingekommen. Und hier können wir nur eine Etage höher gehen? Wir Biotiker sind doch allen egal. Erzähl doch nicht so Zeug! Aufeinander aufpassen. Sag mir, wo dieser komische Keil ist! Da oben war er auch nicht. Da kann ich auch nichts machen. Geht's hier noch irgendwo weiter und ich hab's nicht gesehen. Ja, ihr steht blöd vor... Das macht mir Angst. Das erinnert mich so ein bisschen an Blair Witch Project hier. Ja, bist du der Keil? Biotiker können sich hier sicher fühlen. Ja, die können sich ja sicher fühlen. Alles toll. Hätte ich hier nichts klauen dürfen vielleicht? Jetzt bin ich hier oben. Da ist der doch aber auch nicht. Also was soll denn das jetzt? Also irgendwie... Biotischer Kultist? Der Keil ist nicht hier. Da kann ich rumlaufen, wo ich will.
rennen dumm da unten rum, aber der Typ ist nicht hier. Was soll denn das? Ja. Die anderen Männer von der Allianz haben versucht, Vater Kyle zu töten. Ja, ihr labert dieselbe Scheiße die ganze Zeit. Aber der ist ja nicht hier. Kann machen, was ich will. Also ich glaube, das ist ein Spielfehler. Mit dem Pater Kyle. Auch wenn, auch dass die Ashley hier so komische Zuckung hat. Was ist denn mit dir? Frau Williams, konzentrieren Sie sich. Ich bin bereit zu schießen. Ja, bist du, sehe ich schon, ja, ja. Aber irgendwie scheint das so nicht zu funktionieren. Ich kann ja mit allen reden und dieser Pater hier, dieser Affe, ist nicht da. Angeblich hier. Das ist der Zielpunkt. Der Kontrollraum, da war ich doch jetzt drin. Da steht ja auch wichtiger Ort. Der ist einfach nicht da. Was soll denn das? Hätte ich dieses andere Ding irgendwie, Das ist ja crazy gerade. Problem ist, wenn ich jetzt zur Normandy zurückgehe und dann wieder hier lande, wenn das geht überhaupt. Ich hoffe, das geht. Und jemand anders mitnehmen, der Elektrofähigkeiten hat ordentlich. Vielleicht klappt es ja dann. Vielleicht habe ich das falsche Squad ausgewählt. Aber ihr habt es doch selbst gesehen jetzt. Also ich kann ja nochmal da hochlaufen. Der ist nicht hier. Der ist nicht da. Das funktioniert nicht. Vielleicht gehe ich nochmal rein und raus, rein und raus. Wie kackt er ab hier? Das Goldvorkommen haben wir uns geholt. Die Trümmer, da waren wir dran. Erkunde das Goldvorkommen. Turanisches Wrack, ja. Beschädigter Blablabla, Trümmer. Vielleicht steht mein Marco zu nah dran, keine Ahnung. Wir sind am Biotika-Lager. Und was anderes gibt's hier nicht, also sehe ich zumindest nicht. Eine Anomalie, Trümmer, vielleicht können wir hier noch rumfahren und finden dann noch irgendwie was, aber Übergangspunkt sehe ich auch nicht. Ich fahre mal das Ding ein Stück weg hier. Oder müssen wir da irgendwie rein? Guck mal da rein. Guck mal da drauf. Oh, ey. Ja, ich lern's noch. Springen geht ja hier auch nicht. Man kann ja nur in Deckung gehen. Dachte, man kommt da irgendwie drauf. Aber wo dieser Typ sein soll, ey, weiß der Geier. Ich. Das macht mich jetzt ein bisschen fuchsig, weil vor allem, weil da drin ja auch steht. Weil da ja auch Zielort steht, ne? Es tut mir leid, das passiert halt mal, wenn man seinen Handywecker nicht ausstellt. Das hat nichts mit dem Spiel zu tun gehabt. Naja, so ist es jetzt. Jetzt hat es halt mal reingefunkt. Ich hab's verworfen. Ja, das liegt daran, dass die Mission buggy ist und nicht funktioniert. Ja, daran merkt ihr halt auch, dass ich ein Hobbyaufnehmer bin. Und hier echt zu prasselig. Ich finde den nicht. Also der ist nicht da. Könnt ihr vergessen. Ich gucke jetzt noch einmal da oben. Und dann fliege ich wieder zur Normandy. Lande hier nochmal mit einem anderen Squad vielleicht. Ansonsten ist der nicht hier. Dann geht es nicht. Dann ist die Mission kaputt. Ja, du kommst mir hier entgegen, Latsch. Das ist alles schön, aber hier vorne. Ja. Wie gesagt, also ich finde den hier nicht. Also das ist mir jetzt zu doof. Das bringt ja nichts. Kann man eigentlich auch hier schon zur Normandy zurücknehmen? Das ist ja ein Scheiß. Nächstes Mal mache ich das nicht mehr auf Überreden. Dann mache ich das auf, ich hau euch vor den Kopf. Echt? Vorne geht's raus. Oh, und schon wieder. Also Leute, echt. Jetzt langsam ist es peinlich. Raus jetzt hier. Zum Rover. Das bringt ja nichts, verstehe ich nicht.
Gold, da haben wir ja viel geschafft in der Mission, echt? Ein Goldvorkommen haben wir uns geholt. Oder zumindest erkundet. Ist da was dran hier? Was ist denn das? Aber warte mal. Aha. Also manchmal. Aber da hat es wieder gedauert. Ich habe es nicht richtig erkannt. Da ist er doch. Nix ist buggy. Ich kann das auch mit denen tun. Sind noch mehr Kultisten hier? Die Allianz will uns vernichten. Das hat uns Vater Keil gesagt. Ja, der erzählt ganz schön viel. Ja, man weiß es nicht. Wo ist die andere, mit der ich auch noch sprechen komme? Vater Keil sagt, wir Biotiker müssen zusammenhalten. Ja, sollt ihr auch. Kann man das naschen oder rauchen? So, hier geht's weiter. Nee, hier sind wir reingekommen. Ah, nee, Moment. Ich glaube, hier sind wir schon richtig. Das ist ein größerer Komplex da hinten noch. Biotiker können sich hier sicher fühlen. Ja, das sollt ihr auch tun. Habt nichts gegen euch. Ein Energieanschluss. Kann ich da irgendwas machen? Nee. Der wurde mir jetzt hier nur angezeigt. Energieanschluss, schon wieder. Hier gibt's doch mit Sicherheit wieder was Verstecktes. Krass. Die haben das halt in den Berg gebaut. Komm schon, ihr habt doch bestimmt hier irgendwas versteckt für mich, was ich nochmal, Die Allianz hat Männer geschickt, um Vater Keil zu töten. Naja. Aber wir haben sie aufgehalten. Ja, ihr habt sie erschossen, ihr habt sie ermordet. Kann hier was tun? Nee, hier sind alles nur Kultisten. Hier ist tatsächlich nichts versteckt, das kann doch nicht wahr sein. Hätte jetzt nicht gedacht, also ich hätte jetzt eigentlich schon erwartet, dass ich hier was finde. Okay, da geht's, hier hinten geht's weiter. In dem Energieraum ist also nichts. Nichts. Nada. Wieso steht denn ihr hier noch am Amt? Sag mal. Da müssen wir hin. Ihr Wreck, was ist denn mit euch? Was steht denn? Ja, das will ich mir jetzt angucken. Warum stehen die so dumm da hinten rum? Hängen die irgendwo? Was ist denn mit denen? Kommt ihr auch mit mir mit? Was macht ihr denn? Ihr irgendwie, also Pressrob, der tut euch nicht gut, der Planet. Ihr habt ja voll die Zuckung. Tanzt für mich. Jawohl, tanzt für mich. Aber die Musik fehlt gerade. Rex, was machst du da? Gehen wir. Ja, dann. Ich kümmere mich darum. Ja, kümmert euch darum. Das Problem ist, wenn ich euch jetzt so schicke, dann zieht ihr eure Waffen wieder und eskaliert. Oder? Wieso läuft der Rex so komisch? Den habe ich sonst nie so laufen sehen. So, kommt ihr jetzt mit? Kommt jetzt einfach mit. Der rennt, der Rex ist so geil. Ah ja. So. Wahrscheinlich hängen die hier in so schmalen Gängen irgendwie immer fest. Die hängen doch schon wieder, oder? Nee. So, jetzt sind wir doch schon fast da. Wir gucken erstmal links und dann gehen wir rechts rein, da wo wir hin sollen. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Da, oh, was ist ein Kryo-Sprengsatz? Granate-Upgrade, das nehmen wir mit. Alles mitnehmen. Alles, was wir finden, können wir hier einkassiert. Solange die nicht sich aufregen, dass wir hier klauen. Was sind das eigentlich für Betten? Das ist Feldbett 2.0. Ah, nicht schlecht. Da will ich noch ran. Ja, wir nehmen alles mit. Schildgenerator 3, geil. Rüstungs-Upgrade. Oder nice. Alles nehmen. Haben wir jetzt auch. So, und jetzt gehen wir mal darüber. Und das sollte ja der Major alias Pater Keil sein. Da hinten ist er doch. Ich bin Major Keil. Ich weiß, warum Sie hergekommen sind. Wir haben keinen Streit mit Ihnen.
Warum können Sie uns nicht in Ruhe lassen? Wo sind die Ermittler? Das ist keine Option. Sie sind selbst schuld. Ich bin hier, um zu reden. Ich bin nicht hier, um zu reden. Doch. Frage erstmal nach den Ermittlern. Was ist aus den anderen Allianz-Offizieren geworden? Denen, die vor uns hergekommen sind? Sie wollten mich von hier wegbringen. Sie wollten, dass ich diesen Ort hier verlasse. Meiner Familie den Rücken zuwende. Sie haben blasphemische Worte von sich gegeben. Ich tat, was ich konnte, um ihnen einen schnellen und schmerzlosen Tod zu ermöglichen. Ich hatte keine andere Wahl. Meine Alter. Kinder müssen sicher sein. Du hast schon einen laufen. Er ist auf jeden Fall X5, bedeutet also Major. Das ist ja seine alte Uniform, die er noch anhat. Ja, sicher? Sie sind nicht sicher? Sicher, sie sind nicht sicher. Ich will sie nicht töten. Ich werde für ihr... Was, sie werden für ihre... Genug geredet. Ich will sie nicht töten, sag ich jetzt mal. Sie können das hier immer noch überleben, Major. Ergeben Sie sich, dann wird niemand verletzt. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie in friedlicher Absicht kommen. Aber ich kann Ihrer Bitte nicht nachkommen. Wenn Sie meinen Kindern den Vater nehmen, sind Sie hilflos. Scheiße. Sie können ihnen nicht helfen? Kapitulation oder Tod? Kann ich das jetzt noch auswählen? Nee, ich glaube, das ist ausgegraut. Das geht nicht mehr, ne? Ich habe versucht, ihnen zu helfen. Scheiße, muss ich jetzt doch kämpfen? Ja, so ein Mist. Sie werden für genug geredet. Ich probiere nochmal das, ob das geht überhaupt noch. Nee, das kann ich nicht mehr. Ich habe versucht, ihnen zu helfen. Sie lassen mir keine andere Wahl, Major. Ich rede, aber Sie hören mir nicht zu. Sie sind wie die anderen. Ein Blasphemiker, der den Tod verdient hat. Ui. Schalten Sie auf! Scheiße! Das hätte man bestimmt doch anders lösen können. Mann, ich hab's halt verkackt jetzt, glaube ich. So, Frax, hier, auf geht's. Den ersten vorne. Zack. Und ich muss meine Waffe wechseln. Ich gehe mal auf die Pistole. Achtung! Hui! Los! So nicht, mein Freund. Ich bin in der Pistole der Held. Scheiße. Oh, ich hätte das gern anders gelöst. Das wäre bestimmt gegangen. Aber jetzt ist es schon so. Jetzt kann ich es nicht ändern. Ich hatte den voll weggeniedet. Shepard! Ja, jetzt hab keine Angst. Wir kriegen das hin. Wir kommen hier raus. So ein Mist. Jetzt müssen wir uns hier tatsächlich rauskämpfen. Und alle Türen sind offen. Das gefällt mir gar nicht. Waren hier drüben nicht auch noch welche? Okay, die sind weg. Die mag ich überhaupt nicht, in solchen Gängen rumzuschleichen hier. Ich habe irgendwo hat's visiert. Feindberührung. Wo? Ich sehe hier keinen. Was ist denn da? Was kann ich da machen? Ist das zerschießen oder was? Ein Energieanschluss? Wohin schießt du? Oder wer schießt hier? Da! Nee. Von wo denn? Das ist ein Scharfschütze vielleicht, hä? Von hinten? Hä? Oh, du Mistvieh, du Elendes. Ihr habt mich gerade weggeschmissen. Oh, ihr blockiert mich. Oh, weg. Jetzt geht hier rüber, los. Ich bin hier reingeklitscht, was ist denn jetzt? Ist nicht euer Ernst, oder? Ich bin hier reingeklitscht, ist das jetzt im Arsch, die Folge? Ich komme hier nicht mehr weg. Die hat mich da reingeschmissen. Die spinnt wohl. Scheiße. Na so ein Mist aber auch. Wie soll ich denn... Ich kann euch nicht mehr helfen.
Oh, und ich habe nicht gespeichert. Wann habe ich denn das letzte Mal gespeichert? Laden. Ja, meine Lieben, das ist jetzt ein Scheißende für die Folge. Die werden wir vielleicht nochmal machen müssen. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich hänge hier voll fest. Rex, kannst du mich werfen? Oder kann ich irgend sowas? Das ist ja ein Scheiß. Sabotier die jetzt. Ich mache jetzt hier alles auf die los. Die hat gerade eine Granate geschmissen. Das war nicht clever. Jetzt geht auch noch die Ashley drauf, wa? Oh nein, jetzt habe ich eine Granate geschmissen. Oh. Ashley, ich hab... Das Schild jetzt bin ich bereit. Ja, schön, Frex. Ich komme hier nicht mehr weg. Ich kann euch nicht mehr helfen. Also, meine Lieben, das ist jetzt echt ein bisschen scheiße. Ich glaube, der letzte Spielstand war irgendwo da unten. Das werden wir dann halt auf schnelle Art und Weise lösen, dass ich da hinlaufe. Ich weiß ja jetzt, wo ich hin muss. Ey, so ein Dreck. Die ganzen schönen Sachen, die ich geholt habe, das mache ich. Ich werde das alles in offline machen, speichern und dann hier wieder reinspringen. In dem Sinne, bis zur nächsten Folge. Es tut mir leid, aber die beginnt dann da bei dem Typen. Habt einen schönen Abend, ich bin raus. Tschö, so eine Kacke. Das gibt's ja nicht. Diese scheiß Kultistin schmeißt sie mich hier in die Wand rein und ich komme nicht mehr raus. Das kann ja nicht wahr sein. Also, tschö, bitte.